Frauenpower hier am Start. Also super gemacht, Mädels, aber ihr wart auch nicht schlecht. Das ist total schwierig. Raphael, Hilfe! Ja. Das ist wirklich schwierig, auch für mich. Aber ich werde erstmal meinen Kommentar abgeben zu der Gruppe und dann. Okay. Das sind dann das Publikum entscheiden. Okay, erstmal zu Dex und Elena. Also wirklich, mir hat sehr gut gefallen, dass ihr eine Story da aus der ganzen Nummer entwickelt habt. Das fand ich sehr spannend und du hast wirklich um die Wette gestreikt. Das fand ich sehr gut. Akrobatik war auch drin und ihr habt es teilweise zum Text wieder choreografiert, aber auch wieder zu den Beats. Also es hat wirklich alles gefasst, eine sehr rundende Nummer, auf jeden Fall. Dankeschön, Herr. Und hier, mir ist es schon voll aufgefallen, dass ihr Zwillinge gegangen seid, die sind wirklich auf die Zwillinge heute. Ja, wirklich die Zwillinge. Und ihr habt wirklich auch um die Wette gestrahlt, ist da ganz super auch Akrobatik drin gehabt. Und bei Leonie deine Ausstrahlung, weil ich bin ein ganz großer Fan davon. Und das freut mich natürlich besonders, okay? Ich bin froh, dass ich nicht entscheiden muss und deswegen sehe ich jetzt zurück einfach. Ja, schon Lukas, sind auch wieder mal froh, dass wir schön raus sind, aber ihr habt jetzt hinter euch, sag mal, Felsenstein vom Herzen, seid ihr jetzt leichter? Ja. Ja. Bist du zufrieden mit der Performance? Ja, wie sieht's bei euch aus? Auf jeden Fall, hat alles super geklappt. Das ist immer super. Und da würde mich mal interessieren, wer war eigentlich nervöse bei euch? Dex, so who was more nervous? I don't know, you was a little bit nervous, huh? Okay. Yeah, we had fun, huh? Wir haben es echt Spaß gemacht. Ja. Klar, war wir müssen aufgeregt, aber es war geil. Ja. Beide Paare haben eine super Bezauberung gemacht und das Publikum, das hat jetzt wirklich einen schwierigen Job, denn das muss ich jetzt entscheiden. Als kleine Erinnerungsstücke gibt es einen Schnelldurchlauf, den singen wir auch hier. Und zwar, seid ihr der Meinung, Elena und Dax haben es, die waren super. Dann merkt euch den Buchstaben A. Super Performance, Justin Timberlake. Und hier haben wir auch das weiße Duo, und zwar Leonie und Romina, die haben den Buchstaben B, also seid ihr der Meinung, die zwei waren, dann bitte B drücken. So! Und jetzt ziehen wir hier alle schon so Riesen auf der Stange und warten Entscheidung. Natürlich muss vorher aber auch noch gedrückt werden, bevor es die Entscheidung gibt. Ihr habt dazu so kleine Kästen, liebes Publikum. Da steht A, B drauf, also ihr wisst, wenn ihr jetzt der Meinung seid, Dex und Elena waren es, dann bitte A drücken, seid ihr der Meinung, Leonie und Romina waren es, dann B drücken. So, und das können wir jetzt machen. Genau jetzt. Schon gleichzeitig gedrückt, können wir ja so mal ein bisschen überlegen, Mensch, wie wäre das denn? Morgen das große Finale, da kann man dann einen tollen Pokal gewinnen. Hat jemand von euch eine Idee, wo würdest du den hinstellen, Leonie? Auf zu den anderen Pokalen, also zu den anderen. Noch mehrere, so ich Oh, okay, und du, wo würdest du den hinstellen? Auf meinem Regal, da stehen alle Pokale. Wie viele Pokale hast du? Ja, auf beiden Seiten schon ruhig jetzt, ne? Also, wer es denn sein wird, wir wissen es natürlich noch nicht genau, wird aber eine spannende Entscheidung, glaube ich. Der letzte Platz für das Finale, der ist mit dabei. Es wird spannend, also Tricking, sag mal, darf ich nochmal kurz Backhändchen-Test machen? Nee, schon wieder alles trocken, ne? Vor allem Aufdruck, alles mit den anderen. Hier, sieht gut aus, wie sieht es da drüben aus? Zeig mal, Hände. Alles Händchen-Test? Gut? Ja, die sind so entspannt, ne? Da sind noch viele drauf, die sind von daher sind das jetzt, wie geht's hier? Ich bin selber aufgeregt, Ja, und es geht jetzt wirklich ins große Finale. Das heißt, ihr seid wirklich die letzte Kombo, die drin ist. Drei sind dann an der Zahl und es wird so spannend morgen und jetzt auch und auch. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, wir haben auch ein Ergebnis. Hervorragend. Die Entscheidung. Jetzt kenne ich quasi so aus wie eine Glücksbäde, bin ich nicht, aber da drinnen, da steht ein Name und ich greife da jetzt mal rein. Oh Gott, mein Kreislauf. Oh, da steht jetzt drinnen, da steht jetzt drinnen, wer morgen im großen Finale ist. Und da möchte ich jetzt ein lautes Juhu hören, und zwar von... Morgigen Tag um 20 Uhr gibt uns dann hier eine ganze Stunde sind wir live am Start. Hast du nicht gesehen mit Armflexion, ne?
und wir haben super Live-Acts hier, das werden wir alles hier haben, es wird auf jeden Fall super spannend und es gibt dann auch noch andere Tänze, ne? Ihr werdet euch ja dann betteln gegen zwei andere Kombos und die haben wir jetzt hier. Gaudi wird auf jeden Fall mit Laura und Ross, ne? Eine Spaß-Kombo und jetzt haben wir dann auch noch ein anderes Paar. Und zwar die Ladies, das gibt's ganz über die Kette, auch so auseinander und dann ein bisschen ein bisschen gehen. Wunderbar, sei dabei, wenn es dann morgen heißt, Tanzen mit Stars, das große Finale. Und wir sind natürlich gespannt. Dann können wir mittanzen. Ja, wir mögen jetzt auch nicht mehr. Wir müssen auch ein bisschen. Vielleicht gewinnen wir ja auch die Programme. Ja, genau. Wir haben euch einen schönen Abend. Und dann auch wieder morgen, wenn wir dabei sein.